Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel. Ja, ich hoffe mal, dass ich mein Versprechen einhalte, dass ich mehr Parts hochlade. Es ist wie gesagt, möglichst mindestens ein Video pro Woche. Was geht das schon wieder los? Ich komme, fange ich mit der Aufnahme an, kriege ich einen Katzenhals. Ja, hurra, neuer Tag. Und mir fällt gerade auf, ich habe es glaube ich letztes Mal ja schon erzählt, es war am Headset nur noch das rechte Seite mit Hören funktioniert. Ich merke gerade, es funktioniert wieder links. Hat das Ding jetzt letztens über seine Tage gehabt oder was? Naja. Also heute steht jetzt nichts Besonderes an. Wir sollen einfach das machen, was an Jobs angeboten dasteht. Haben vom letztes Mal eigentlich? Nee, haben wir noch nicht. Muss ich mal kurz gucken. Ups. Jobinformationen stehen jetzt hier unten. Also Pokémon vermisst. 100 Pokédollar. 150 Pokédollar plus noch irgendwas. Das Fragezeichen kann immer Überraschung sein. Es können sogar manchmal Pokémon-Eier sein. Und man kriegt auch Punkte. Je mehr Punkte man hat, desto höher wird der Rang halt. Das nehme ich mal. Ich nehme mal hier 150 plus Überraschung und auch hier 150 plus Überraschung. Man kann ja immer mehrere sich vormerken. Falls mir später gar nichts ist. Oder sogar 200 plus Fragezeichen. Dann nehme ich das auch mal. So, hier kann man sich jetzt auswählen, welches man nimmt. Ich nehme mal gleich das Schwere. Also gibt es auch wieder Ränge, Schwierigkeitsgrade. C ist glaube ich einfach so C, B, A und S ist ganz schwierig. Ein Sternchen gibt es glaube ich auch noch. Wenn man leicht das ganz schwerste, damit es auch mal hier ein bisschen spannend ist. Müsste ich gleich mal gucken, was haben wir so in Items, aber das müssten wir schon wissen. Eisen, Kalzium, ach, das kann ich auch nochmal vergeben. Protein. Das muss ich mal ganz kurz mit der Maus sehen. Da wird es mich automatisch geordnet. Ich brauche diese Ordnung. Ich kann das durcheinander überhaupt nicht leiden. Ich denke mit den Sachen. Haben wir eine Sinnbeere? Ja, eine. Mit denen können wir einfach da mal reingehen. Mehr als drauf gehen können wir auch nicht. Was macht das Panier denn da? Hoffen und träumen. Das ist. Ja, was ist das? Diejenigen, die es jetzt schon durchgespielt haben, wissen, was es da macht. Alle, und die sollten bitte ruhig sein, für die, die es dann eben nicht wissen. So, wir haben uns dann die Mission ausgesucht und dann wird auch angezeigt, hier welches Gebiet das ist mit eben diesem Briefchen, damit man auch weiß, wohin man muss. Also wir, wenn ich das gelernt habe, müssen jetzt Dodo fangen gehen. Auf welche? Man kann hier auf anderes gehen. Missionsziele. Nimm Dodo fest auf Untergeschoss 5. Weiß man immer, wann es kommt und so. Einfach halt, um sich zu informieren. Ein Gummi. Rosa Gummi. Tja, warte mal hier. Flora Gummi. Den brauchen wir. So, Eisen. Trinken. Das trinkt natürlich ich. Ich brauche ganz viel. Von diesen Drogen, sage ich mal. Spezialangriff. Das nehmen wir eher Shinji. Bei Spezialangriffe. Attacken lerne ich eigentlich später. Ey, aber egal. Jetzt im Moment noch nicht so. Protein eher. Wird meine Tackle-Attacke zum Mörder-Ding. So rosa Gummi. Das war, glaube ich, für Gift-Pokémon. Jetzt bin ich mal so frech und ist das. Schmeckt nicht schlecht. Je nachdem, wie sehr es etwas schmeckt, ich den Mogel einsetzen können, wird er. IQ stärker verbessert. Deswegen, wenn man normal Pokémon ist, halt das Problem, es gibt an sich kein Normalgummi. Das kommt halt eben vom Charakter des Pokémon, welches Gummi er es am liebsten mag. So, hier ist eine Sackgasse. Oh, wie das doch wieder klar war. Ich komme manchmal immer noch nicht mit meiner Tassenbelegung klar. Ich glaube, ich sollte den doch nochmal ändern. Ja. Ach ja. Ah,
Ah, scheint dann mit dem Hals zu gehen. Also das ist, was mir übrigens beim letzten Part aufgefallen ist, ich will jetzt nicht unhöflich sein oder sowas, aber irgendwie haben da sehr wenige kommentiert. Ihr wisst, ich bin nicht kommentargeil oder sowas, aber es wundert mich schon. Vor allem, ich habe so ein super cooles Traumato gesprochen und dafür nur sehr wenig Feedback bekommen. Ich hätte gedacht, das schreiben jetzt wieder Hunderte wieder, ach, wie lustig das doch war und so. Gar nicht. Und ich hätte auch gefragt, wie das jetzt aussieht mit den Sonderfolgen, also diesen Bonus-Episoden. Da haben auch nur zwei geantwortet und die haben jeweils fürs andere gestimmt. Also da ist es jetzt noch immer unentschieden. Yay, ich komme auf Level 10. Also mich würde das freuen, wenn ihr vielleicht mal beim letzten Part nochmal kommentieren könntet. Wegen den Bonus-Episoden, weil ich möchte das schon gerne wissen, ob ich das zwischendurch machen sollte oder halt eben, wenn ich eine Hauptstory fertig habe, dann werde ich das definitiv machen. Oder? Ne, beide, wenn ich beide Hauptstories fertig habe. Es gibt da ja, wie die dachte, das schon mal gespielt haben müssen, dass es zwei Hauptstories gibt. So, im nächsten Untergeschoss. Oh. Das war gut. Durchgang. Jetzt eben kommt das Dodo. Man wird direkt vor denen teleportiert. So, Dodo, das ist ein bisschen Sache. Wir müssen den wirklich sofort kaputt kriegen. Sonst besteht nämlich die Gefahr, dass es vielleicht abhaut, weil es halt eben dieses Angsthase hat oder so. Ja, komm. Ja, das genau. Das wollte ich jetzt nicht haben. Man darf auf keinen Fall zu weit weg von dem, weil es dann sonst der Verbrecher nämlich abhaut. Ha, danke, Lilip. Das ist immer lustig. Ja, der Genove-Dodo-Giko. Sonst kann man eben sagen, ja, ich will jetzt zurück. Oder man kann das Dungeon weitermachen. Ich mache es immer so, dass ich das Dungeon verlasse, weil ich habe da meistens keine Lust, noch irgendwie weiter da rumzugurken. Wunderfüllend. Ihr habt Dodo gefangen. Hier ist das Kopfgeld für diesen Ganoven. Ja, jetzt haben wir 200 Pudel bekommen. Nimm dieses Item als eure Belohnung. Grüngummi, super. Das Pflanzen-Pokémon, was später mal zu uns kommt, das wird sich freuen. Ja, vielen Dank für eure. Mampf, Schlammer, Stink, Schlager, Schlüggel, Schlurf, Schlamm. Uah. Man sieht so eine Mission, also jetzt am Anfang sind noch recht leicht, dauert nicht so lange. Ich denke, ich werde gleich mal noch eine zweite Mission machen. Wir sollten auch etwas schlafen. Machen wir uns aus dem morgigen Tag wieder einen guten Tag, Pikuna. Okay, gute Nacht. Der nächste Morgen. Ja, das ist wirklich jeden Tag, das will ich jetzt nicht jedes Mal vorlesen. Jeden Tag das gleiche Prozedere. Nicht speichern, aber das bringt eh nichts. Beim Lachen werden wir es machen. So. Ja, Jobs wieder machen. Okay. Werde ich aber auch gleich vorher nochmal einkaufen gehen. Beziehungsweise mal eben nach Schatzstadt gehen. Ein paar Sachen loswerden, weil sonst wird der Beutel zu voll. So, mal gucken. Steht schon was anderes da? Ja, steht. Oh, so, das ist schon seit heute. Heilsam, nein, Topics, ja, nein. 100 Pokédollar, nein. 200. Das muss ich belebersam bringen. Solche Mission mag ich auch nicht, wo man Items hinbringen muss. Vielleicht brauche ich die meistens immer selber oder ich hab's einfach nicht. Auch hier kriegt man das Item Feuersturm als Belohnung. Feuersturm kriegt man auch so. Nehme ich hier lieber nochmal einen Stachelberg. Also manche Items kriegen wir mich nachgeschmissen, okay, die haben sie ja gar keine. Brech Stachelberg gibt auch wieder 200 Pokédollar plus Überraschung. Welche Items, TMs sag ich nicht. Das heißt natürlich TMs, die werden dann wirklich nachgeschmissen und man findet die ständig. Es geht einem schon gehörig auf die Nerven. So, Geld. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 1000, ja, das war halt nur noch mal. Falscher Knopf. Eben schnell durchflitzen.
Ja. Der Schatzstand ist ein bisschen zu viel für den. Ach ja, genau. Wenn mal irgendwas Besonderes passiert ist, reden sie mal kurz darüber, aber so verkaufen. Heilsamen, Plosivsamen, Taubsamen, eigentlich immer die ganzen Samen. Persifleere. Er sagt, diese Beeren, er sagt, wenn man da vergiftet ist, zum Beispiel, da braucht man einfach nur die nächste Etage gehen. Dann ist das weg. Paralyse und Schlaf hält jetzt nicht so extrem lange, also. Oh, ist das egal. Okay, das verkaufen. Ja, 51 Poké-Dollar, besser als nix. Oh, kaufen. Was hast du Schönes? Bei ihm kaufe ich immer Belebersamen. Wenn sie da sind, sind sie aber diesmal nicht. Gucken, was dein Bruder hat. Der Bruder. Der verkauft meistens eher TMs und Orbs, glaube ich. Ja. Ja, TMs und Orbs. Ja, natürlich, Orbs benutze ich in der Regel auch nicht. Also ich kaufe sie nicht, ich benutze sie halt, wenn ich sie halt eben mal brauche. Lege ich dann was ab? Ja, die Gummis mal ablegen. Das frisst die nachher alle noch. Lagern. Ja, die ganzen Elixiere brauche ich jetzt noch nicht so dringend. Und großen Äpfel auch nicht. So lange sind meine Dungeon-Reisen nicht, dass ich große Äpfel bräuchte. Er sagt, von den Äpfeln hatte ich dann allein von den kleinen Äpfeln und großen Äpfeln insgesamt ungefähr 5 so dieser Lagerseiten voll. Ich habe schon vergessen, wie viel man maximal voll machen kann. Aber man merkt schon, jetzt geht's schon wieder besser. So, wohin soll die Reise gehen? Zum Stachelberg. Stachelberg E1. So. Ich muss immer nachgucken, was ich mache, aber ich vergesse es immer sofort. Rette Staralili. E9. Achso, genau, diese verlaufenden Pokémon. Ach, das ist jetzt lustig. Attacke, Zen-Kopfstoß. Und KO. Bei dir reicht ein Tackle, oder? Bist du nun Weberack? Ja. Nein. Bitte, gleich habe ich's. Ich hab's gleich. Ah, jetzt hab ich's. Ah, jetzt flieht das schon wieder. Ich hasse das. Ach komm, egal. Ich will mich nicht daran aufhalten. Wo bist du, du? Wenn es halt nur wegläuft wie so ein Feigling. Ja, neben Suda. Ist mal jetzt nicht so schlimm. Ach, geh daneben, das ist doof. Komm, noch ein Tackle, dann bist du da, auch wenn du steinhart bist. Kleines süßes Ineko kann ich niedertackeln. Ah, lange Gänge. Nachts kommt! Der Knopf will nicht so, wie ich will. Hier reicht Tackle. Oder? Ja, ein Tackle reicht. Ist ja nur ein Macholo. Ah, super, vergiftet. Sehr schön. Das Gift, das zieht immer auch nur so 2 KP ab, weil ein paar Schritte. Man heilt sich aber auch während des Laufens und dadurch. Ich sag mal so, es ist nicht so schlimm. Das ist nicht so der extreme Schaden. Nervt vielleicht ein bisschen, aber war das schön treibend und mich auch gleich wieder geheilt. Deswegen sind diese ganzen Items doch schon irgendwie für mich unnütz. Vielleicht im Kampf an sich wichtig. Wenn man während des Kampfes vergiftet wird oder sonst irgendwas, dann ist das schon wichtig, aber ich weiß nicht, ich benutze es einfach nie, weil ich es immer sinnvoller finde. Anzugreifen, beziehungsweise wenn man ja pennt oder halt im Paralyt ist, kann man eh nichts machen. Die Teams kann man eh nicht ändern, man muss sie halten. Ich habe keine Lust, ständig hier irgendwie Pirsifbeere zu halten, wenn ich dann lieber anderes halten kann. Orange Gummi war für Kampf-Pokémon. Ne, das war Braungummi. Die brauchen wir für Boden. Was sehr effektiv war, ist halt eben irgendwie Attacken erhöhen oder sowas. Solche Teams trage ich schon immer lieber als irgendwie Pirsif-Teile. Und das ist eine Sackgasse, was ich hasse.
gehen wir mal hier oben links, nachdem wir das Kleinstein geplättet haben. Dem wir das Kleinstein zu Kieselstein verarbeitet haben. Hahaha, schön lustig. Wir brauchen eine nette Vorentwicklung für Kleinstein, den Kieselstein. Gibt es jetzt eine neue Pokémon-Edition, Kiesling? Ist ja von so einem Kieselstein. Schade, meine Idee ist schon weg. Ja, wir haben Stachelin entdeckt. Ist ja klar, dass immer hinter den Vögeln herlaufen muss. Was vielleicht auch passieren kann, wenn der Partner aus der Sichtweite oder zu weit weg ist von einem. Dass er dann euch nicht mehr fühlt, einfach so durch die Gegend rennt. Dann müsst ihr ihm hinterherlaufen, weil alleine schafft er meistens nichts. Und das auch Sackgasse. Leckt mich doch alle. Knöpfe klemmen. Das letzte Mal Kontrolle auf den Boden gefallen, kannst du daran liegen. So, nächste Runde auch. U5. U9 müssen wir. Wieder ein Grüngummi. Flora-Gummi. Das andere war aber ein Grüngummi. Egal. Das besiegt ja. Ich muss immer auf die KP-Anzeige hier unten achten. Ich habe immer Angst, dass er down geht, wenn er was alleine macht. Wie viele Staralili es hier aber auch gibt. Wir müssen auch ein Staralili. Staralili retten. Nein, nicht Sandkopflos, Mogelhieb. Ja, und es ist down und wir kriegen Geld. Geld ist doch toll. Schon wieder Staralili. Also diese Viecher nerven total. Also ich war noch nie ein Fan von Flug-Pokémon, aber die sind immer total nervig, wirklich. Vor allem sehen auch total scheiße aus. Und einmal hallo. Ich könnte darüber philosophieren. Level up! Wie toll und wie doof manche Pokémon sind, aber naja. Das wollte ich mir für ein anderes Mal aufheben. Das ist jetzt Noran oder Nidorina? Nidorina. Nee, Nidoran, weiblich. Ansonsten läuft mir nur Nidorino rum. Jetzt hat er schon wieder was entdeckt. Wenn ich jetzt einfach weitergegangen wäre, hätte er mich nicht mehr gefunden, wäre hier alleine durch die Gegend gelaufen. Toll, was ist da oben rechts? Erstmal zum Hindrehen. Die Wand antackeln bringt nichts. Er tackelt auch so gut, weil es so viele AP hat. Kann man sehr lange einsetzen. Ein Plosivsamen, was haben wir da oben? Noch ein Samen. Schlafsamen. Ah, Schlafsamen, ich wieder neu, dann gibt es gleich mehr Informationen. Ja, bla. Ah. Fällt mir auf, unsere Mission haben halt voll viel mit Vögeln zu tun. Lodu, mussten wir stellen, ist ein Vogel-Pokémon. Staralili, müssen wir retten, ist ein Vogel-Pokémon. Yay, Level Up, auch Level 11. Oh, neue Attacke. Bestimmt nichts Gutes. Gesang. Mach ich mal für Anziehung weg einfach. Weil wir haben hier Schambolzen, das sollte einfach erstmal ausreichen. So. Ach genau, da wollte ich jetzt noch was gucken. Team. Huna, Bericht. Ach ja, das ist Regulierung, kann alle Attacken mit normalen Attacken einsetzen. Stimmt, aber ich mit ihr niemals einen Typvorteil. Stimmt ja. Es hat einen kleinen Nachteil, dass die Pokémon hier immer alle Fähigkeiten haben. Gibt natürlich auch Vorteile, aber das ist dann wirklich nur, wenn es nur gute Fähigkeiten sind. Doch bei Shinji das Problem hat nur Rivalität. Bei weiblichen Pokémon ist ein Angriff nicht so stark. Das ist halt doof, auch wenn es beim männlichen verdoppelt wird. Und ja, endlich mal ein Belebersamen. So, sind wir E9. Ach, was sind wir da? Zielleben erreicht. Jetzt müssen wir noch Staralili suchen.
Und da ist es. Man muss es immer direkt ansprechen. Ja, muss er einfach nur den Orden zeigen, dann wird er rausgebeamt. So, wie bei dem Ganoven-Schlag kann man jetzt hier sagen, weitermachen oder nicht. Ich mache wie immer nicht. Bin zu faul. Gebe ich offen und ehrlich zu. Vielen Dank für meine Rettung. Bitte akzeptiere diese 2000 Pokéball, wenn wir die mal kriegen würden. Schon wieder Floragummi. Oh Gott, ich brauche echt bald ein Pflanzen-Pokémon, damit das alles fressen kann. Ah, schlauer Schlinger. Gott, ich kriege selber Hunger. Erwerb, gute Nacht. So, ich denke, das reicht jetzt erstmal so zwei Missionen. Denke, werde ich immer so machen. Wenn es besonders ansteht, immer so zwei Missionen. Komm, Stunde mal 20 Minuten. Da speichern uns überhaupt nicht. Auch wenn da gar nicht speichert, ich mache das zum Glück immer. Anderen Safe. Okay, das war's erstmal für diesen Part. Ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten. Und bis dann.